Janik Schetti, in Wien geboren, im Innsbruck-Gymnasium in Wien auch ein Jusstudium abgeschlossen von den NEOS. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Frau Bundesministerin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher. Ja, wir diskutieren hier heute den zweiten freiwilligen nationalen Umsatzbericht zu den UN-Nachhaltigkeitszielen. Das hört sich viel komplizierter an, als was es eigentlich ist. Es geht um 17 Ziele, die sich die Staatengemeinschaft gegeben hat. Das sind zum Beispiel, dass es keine Armut mehr geben soll, keinen Hunger, sauberes Wasser und viele andere auch. Und wir diskutieren den Bericht für Österreich hierzu. Und ich möchte auch schon sagen, dass in diesem Bericht, und das ist ja auch positiv, bei aller Kritik, die wir als Opposition ja auch aus unserer Sicht zumindest zu Recht üben, entwickelt sich auch vieles in dem Land positiv. Gerade vielleicht in diesen extrem gravierenden Themen. Natürlich im Vergleich mit anderen Ländern, wenn wir über Armut reden, über die Wasserversorgung oder über Hunger, haben sich Dinge positiv entwickelt und das ist auch schön zu lesen. Aber es gibt auch Punkte in diesem Bericht und ich glaube, das ist verständlich, dass wir in unserer Rolle auch darauf den Augenmerk legen wollen, wo eben noch nicht genug passiert. Und ein so ein Punkt, ein so ein Nachhaltigkeitsziel, eins von diesen 17, ist der Bereich des Klimaschutzes, wo Österreich in vielen Vergleichen in Europa Schlusslicht ist. Und da möchte ich jetzt schon auf ein paar Punkte eingehen, die jetzt da auch schon genannt wurden. Ich habe in meiner allerersten Rede hier im Hohen Haus gesprochen zum NEKP, zum Nationalen Energie- und Klimaplan. Also, wenn man so will, ein Fahrplan, den Österreich und alle anderen Mitgliedstaaten abgeben müssen bei der Europäischen Union, wie man denn die Klimaschutzziele erreichen möchte. Und Österreich hat als einziges Land in der Europäischen Union einen Entwurf nicht abgeschickt. Nicht abgeschickt, das muss man sich einmal vorstellen. Einen solchen Fahrplan nicht abgeschickt und Österreich droht jetzt deswegen sogar ein Strafverfahren, also ein Vertragsverletzungsverfahren vor dem Europäischen Gerichtshof. Seit über 1300 Tagen gibt es in Österreich außerdem kein Klimaschutzgesetz. Kein Klimaschutzgesetz. Das war, wenn man so will, das Herzstück Ihrer Forderungen, mit denen Sie in die letzte Nationalratswahl gegangen sind. Das muss man sich einmal vorstellen. Im Klimaschutzgesetz, da ist geregelt, wie wir die Klimaziele erreichen, auch runtergebrochen auf die Bundesländer, welche Konsequenzen eintreten, wenn wir die Klimaziele nicht erreichen, welche Automatismen dann greifen. Und am Ende dieser Bundesregierung gibt es kein Klimaschutzgesetz. Und das ist insofern besonders enttäuschend, insbesondere von den Grünen, die ja angetreten sind, in dieser Regierung zu sagen, wir geben der ÖVP alles, wir geben alle unsere Überzeugungen auf, damit im Klimaschutz etwas weitergeht. Und aus dieser Perspektive ist hier einfach viel zu wenig passiert. Und auch in vielen anderen Fragen, Kolleginnen und Kollegen haben schon angesprochen, beim Beschleunigungsgesetz für erneuerbare Energien, die Bodenschutzstrategie ist weiterhin ausständig und viele weitere andere Gesetze, wie das erneuerbare Gasgesetz, werden wir schauen, was die Abstimmung jetzt bringt. Und deswegen muss man abschließend sagen, wenn wir über den Klimaschutz reden und über dieses Nachhaltigkeitsziel, ist doch die wichtigste Frage, Kolleginnen und Kollegen, Kollege Hammer für die Grünen, nach 5 Jahren mit den Maßnahmen, die Sie gesetzt haben, wo gute dabei waren, sind wir damit auf dem Zielerreichungspfad, ja oder nein? Und die Antwort ist eine einfache, nein. Und deswegen ist es unzureichend. Zu Wort gemeldet ist die Frau Bundesministerin. Darf ich das Wort bitte erteilen?